Wir öffnen heute ein Einsatztrainingszentrum, das, und das wurde gesagt, zu den größten in ganz Europa zählt. Und es ist vor allem das modernste in ganz Europa, das wir heute eröffnen dürfen. Eine gute Ausbildung, eine gute Ausrüstung ist letztendlich das Fundament für eine erfolgreiche Polizeiarbeit. Und das ist gerade für die Bevölkerung so wichtig, dass man spürt, dass man hier Schulter an Schulter für die Sicherheit da ist. Ist es ganz, ganz wichtig, dass Polizistinnen und Polizisten einfach professionell agieren, dass sie effektiv und effizient agieren und letztlich ganz zu Recht dann den Namen einer modernen Polizei verdienen. Es geht darum, unsere Kolleginnen und Kollegen Handlungssicherheit zu geben durch regelmäßiges Training und vor allem die Rahmenbedingungen bei den Trainings entsprechend zu verbessern. Und da ist mit diesem Einsatztrainingszentrum ein Quantensprung gelungen, dass wir derartige technische Möglichkeiten zur Verfügung haben. Von daher freue ich mich, dass wir diese großartige Anlage gemeinsam neu eröffnen, auch als ein Zeichen dafür, dass wir die Wiener, aber auch die niederösterreichische Polizei bei den Aktivitäten gern unterstützen und eine gute Ausbildung, auch Weiterbildung, als Grundvoraussetzung für diesen schönen, aber attraktiven Beruf gerne unterstützen. Denn wir haben hier wieder ein Ausbildungszentrum auf der Höhe der Zeit und das braucht es, damit wir auch international weiterhin eben als eines der sichersten Länder und vor allem auch als eines der Länder mit der besten Polizeiausbildung gelten.